Hallo zusammen, hier ist wieder Mario für Markttechnik erfolgreich handeln. Es ist Montag, der 28. Januar und in meinem heutigen Wochenausblick gehe ich wieder auf die großen US-Märkte, den S&P 500, den Nasdaq sowie den deutschen FDAX ein. Bevor wir starten, noch kurz der Risikohinweis. Ihr könnt das Video hier an dieser Stelle kurz pausieren, damit ihr diesen in Ruhe durchlesen könnt. Kommen wir nun zu den wichtigsten Terminen dieser Woche. Und da sehen wir schon die meisten Termine und auch vor allen Dingen mit Abstand die wichtigsten Termine finden am kommenden Mittwoch statt. Und zwar um 14.50 Uhr die Beschäftigungsveränderung, um 14.30 Uhr aus den USA das Bruttoinlandsprodukt, um 16 Uhr die schwebenden US-Hausverkäufe, um 16.30 Uhr die Rohöl-Lagerbestände und dann der wichtigste Termin mit Abstand am Mittwoch dann um 20 Uhr der Zinsentscheid der Fed. Dann am Donnerstag noch die Veränderung der Arbeitslosigkeit für Deutschland und am Freitag der Einkaufsmanager-Index sowie nachmittags um 14.30 Uhr die Arbeitslosenquote in den USA und der Einkaufsmanager-Index. Und zum Schluss noch ein Termin in eigener Sache, und zwar Rendite Unlimited, das Trading- und Investment-Seminar findet wieder statt, und zwar diesmal in der Finanzmetropole Frankfurt, und zwar am 18. und 19. Mai. Mehr Informationen dazu am Ende dieses Videos. Was hat sich in der letzten Woche getan, beziehungsweise was lässt der Markt für die laufende Woche erwarten? Wir können hier sehr gut sehen, dass es in der letzten Woche so gut wie keine Bewegung gab. Wir sind in einer sehr engen Range konsolidiert im S&P 500, hier auf der Oberseite bei 2677 und auf der Unterseite sehr schön zu sehen bei 2612. Das heißt, wir haben hier gut 2% Range gehabt in den letzten Handelstagen, auch heute am Montag im vorbörslichen Bereich, der Future etwas leichter. Das heißt, auch hier sieht es nicht danach aus, dass es hier zu einem Ausbruch kommt. Ich denke, das Ganze wird sich auch heute und wahrscheinlich morgen weiter fortsetzen. Ich denke, Entspannung in eine Richtung, entweder nach oben der Ausbruch oder nach unten, werden wir voraussichtlich erst am Mittwoch mit dem Zinsentscheid in den USA sehen. Das heißt nicht, dass es nicht schon vor dem Zinsentscheid zu einer stärkeren Bewegung kommen kann, weil die Märkte sich vielleicht entsprechend positionieren. Aber ich denke, der ausschlaggebende Punkt, in welche Richtung der Markt jetzt wieder läuft, wird mit dem Zinsentscheid fallen. Wie sieht's aus? Wir sind hier knapp unterm 200er EMA. Das ist sicherlich ein recht massiver Widerstand, unter dem wir derzeit 2% tiefer sind. Das heißt, wenn der Markt es schafft, sich hier abzusetzen, dann hat der Markt auf jeden Fall Luft aus meiner Sicht hier bis in den Bereich von etwa 2800 Punkte. Das ist der nächste Widerstand, den wir auf dem Weg nach oben haben. Sollten wir diesen Bereich anlaufen, wird es hier sicherlich zu einer größeren Korrektur kommen, weil wir doch hier diesen Widerstandsbereich mehrfach angelaufen haben. Wenn wir allerdings auch hier dann im Nachgang drüber gehen über diesen Bereich, gehe ich davon aus, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten erst einmal weiter steigende Kurse sehen werden. Ansonsten bleibt das übergeordnete Bild natürlich weiterhin erstmal negativ. Das heißt, was wir hier gesehen haben in den letzten 3-4 Wochen, ist nichts anderes als eine sogenannte Bärenmarktrallye. Warum eine Bärenmarktrallye? Nun ja, wenn wir uns das Ganze anschauen, was ist hier seit dem Herbst passiert? Der Markt ist hier kontinuierlich nach unten gelaufen, daran hat sich auch nichts geändert. Das heißt, was wir hier sehen, ist nur die Gegenbewegung auf den starken Abwärtsdruck, den wir gesehen haben. Der Haupttrend ist also weiterhin short. Nichtsdestotrotz, diese letzte Aufwärtsbewegung, die wir gesehen haben, war eben sehr, sehr stark. Wenn wir uns das anschauen hier, das ist eine Bewegung von etwa 15% gewesen. Sehr ungewöhnlich für den Januar. Wir haben es im letzten Jahr auch schon mal gehabt, so einen starken Anstieg. Ich möchte das Ganze auch nicht überinterpretieren. Das sehen wir eben sehr, sehr häufig innerhalb dieser Bärenmarkt-Rallyes.
Wie es weitergeht, wie gesagt, bleibt abzuwarten. Wir haben hier noch Potenzial, auf jeden Fall bis zum 200er EMA, bis 2700 oder auch dann bis zum 2800-Punkte-Marke. Ich halte es allerdings auch nicht für unwahrscheinlich, gerade weil wir uns noch in diesem Abwärtstrend befinden, wenn der Markt es nicht schafft, sich nach oben abzusetzen, dass wir doch wieder doch nochmal ein ganzes Stück weiter nach unten laufen. Ich werde mich auch entsprechend positionieren. Innerhalb des Screening-Dienstes haben wir ja schon viele, viele Werte aufgenommen, sowohl auf der Short-Seite, ein paar weniger auf der Long-Seite, um diesem Ergebnis hier einfach Rechnung zu tragen. Auch der ein oder andere Short-Wert ist in der letzten Woche sehr, sehr gut gelaufen. Und wir werden auch heute auf die Watchliste schauen, was sich hier anbietet, um uns entsprechend für beide Richtungen zu positionieren. Wie sieht es am Nasdaq aus hier am Ende? Ein ähnliches Bild. Auch hier ist der Abwärtstrend immer noch intakt. Das hat auch in der letzten Woche nichts geändert. Das Szenario ist auch ähnlich gelaufen wie beim S&P. Zum einen haben wir hier den Abwärtstrend, zum anderen haben wir aber auch hier die Korrektur gesehen, in der wir uns auch hier befinden zwischen 6.600 und 6.800, in etwa bei 6.875 der nächste Widerstand der 200er EMA. Und dann sehen wir auch hier oben natürlich bei 7.100, 7.200. Hier wäre erst der Abwärtstrend gebrochen. Das heißt also ähnliches Szenario, zwei massive Widerstände auf dem Weg nach oben. Und auf der anderen Seite sehen wir hier, wir sind in einem Abwärtstrend und es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir hier noch einmal zurücklaufen. Das heißt, für die Positionierung eher Long oder eher Short, ich persönlich stelle mich eher marktneutral auf. Auch mein gesamtes Investmentkonto hat nur einen leichten Überhang auf der Long-Seite. Haben auch hier im Investmentbereich bisher gut 4% Performance eingefahren. Das heißt, ich schaue hier wirklich sehr genau, wie ich mich positionieren möchte. Es ist mir einfach zu früh, auf die Long-Seite zu wechseln. Aber für große Shorts aufzubauen, macht es in meinen Augen derzeit auch noch nicht Sinn, solange wir hier diesen Ausbruch nicht machen. Das heißt, ich werde immer wieder sukzessive Shorts aufbauen. Das haben wir letzte Woche auch gemacht, beispielsweise in Altria. Wir haben die Trades ja auch vorgestellt. Wir haben ja auch letzte Woche das Short-Seminar bei uns im Handelsbüro gehabt, wo wir auf viele besondere Situationen eingegangen sind, die besonders wichtig sind für den Short-Handel, so dass man hier gute Trades auf der Short-Seite machen konnte. Das war ja nicht nur Altria, wir hatten ja auch noch viele weitere Werte aus dem Screening-Dienst davon. Also das heißt, es ist immer ganz wichtig, jetzt in solchen Phasen nicht auf den breiten Markt zu setzen, sondern eher selektiv nach interessanten Long- und Short-Kandidaten auszuschauen. Schauen wir auf den DAX. Hier sieht es etwas anders aus. Natürlich auch noch kein Long-Signal. Wir befinden uns auch hier noch unter den 200er EMA, ganz klar. Aber wir haben den kurzfristigen Abwärtstrend gebrochen. Das heißt, es ist noch kein neuer Long-Markt. Wir schauen uns das hier einmal kurz an. Hier diese Aufwärtsbewegung bzw. die Abwärtsbewegung der vergangenen Wochen. Und hier sehen wir ganz gut, dass wir hier dieses Hoch bei etwa 11.000 Punkte herausgenommen haben, haben das dann auch nochmal im Anschluss hier getestet und haben dann auch am Freitag ein neues hochmarkiert. Was wir allerdings nicht konnten, wir konnten uns auf Schlusskursbasis nicht deutlich darüber absetzen. Wir sehen auch heute am Montagvormittag, dass der Markt hier etwas schwächer ist. Auch hier gehe ich davon aus, dass wir erst einmal Wasser treten sehen heute und morgen, bis dann, wie gesagt, am Mittwoch der Zinsentscheid aus den USA kommt. Und jetzt zum Schluss noch ein paar Informationen zu Rendite Unlimited. Falls ihr noch nicht mit dabei gewesen seid, schaut einfach mal auf unserer Webseite vorbei. Es gibt wirklich viele tolle Informationen hier. Ein zweitägiges Seminar mit vielen hauptberuflichen Händlern, die mit dabei sind, unter anderem Christian Schlegel, André Stagge, aber auch zum Beispiel Julian Bönisch. Das heißt, wir sehen hier eine starke Präsenzveranstaltung aus dem Bereich Trading, aus dem Bereich Investment. Ihr bekommt viele verschiedene Ideen von uns mit auch Handelsstrategien, die ihr sofort umsetzen könnt. Das Besondere an diesem Event, wir haben es im letzten Jahr zweimal veranstaltet, zweimal vor ausverkauftem Haus in München und in Düsseldorf. Dieses Mal für euch
in Frankfurt, in der Finanzmetropole. Und ein kurzes Video für euch mit ein paar Eindrücken vom letzten Mal hier jetzt. Perfekt. Also so gefällt mir das. Du hast auch die richtige Einstellung jetzt. Wenn jemand tatsächlich den Zugang zur Börse finden möchte, zu Investmentmöglichkeiten oder zu den Aktien, da wäre für mich der Mario der Erste der Wahl mit 5 Sternen. Wenn auch ihr mit dabei sein möchtet im Mai, und zwar am 18. und 19. Mai, ist also eine zweitägige Veranstaltung, dann schaut einfach auf meiner Website vorbei, www.lüdemann-coaching.de, und dann einfach hier oben auf den Button jetzt teilnehmen drücken. Und schon könnt ihr eure Tickets für dieses zweitägige Event sichern. Das war's wieder von mir, Mario für Markttechnik erfolgreich handeln. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Börsenwoche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.